3 in, Kim Kardashian meint, war einziger echte. Kim Kardashian, 42, spricht über ihre vergangenen Ehen. Die Unternehmerin hatte 2021 die Scheidung von ihrem dritten Ehemann Kanye West, 45, eingereicht. Trotz 8 Jahren und 4 gemeinsamen Kindern war auch diese Beziehung offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen. Vorher war der TV-Star bereits 4 Jahre mit dem Musikproduzent Damon Thomas, 52, und 2 Jahre mit dem ehemaligen Basketballspieler Chris Humphries, 37, verheiratet gewesen. Jetzt gab Kim zu, dass die früheren Bündnisse nicht richtig waren. Im Sego-Podcast liest die Keeping Up with the Kardashians Protagonistin mit der Gastgeberin Gwyneth Paltrow, 50, ihr bisheriges Liebesleben Revue passieren. Ich habe das Gefühl, dass meine letzte Ehe meine erste richtige war, meinte die 42-Jährige. Sie erklärte außerdem, dass sie bei der ersten einfach nicht gewusst habe, was los sei. Ihrem zweiten Mann Chris Humphries habe sie wohl nur das Ja-Wort gegeben, weil alle ihre Freunde sesshaft geworden waren und sie gedacht habe, sie müsse mithalten. Die Influencerin gab aber auch zu, dass sie eine weitere Ehe nicht ausschließe. Sag niemals nie, ergänzte Kim dazu knapp. Sie sei eine krasse Romantikerin und habe immer noch genug Fantasie. Dass es mit dem Heiraten irgendwann klappen könne. Das vierte Mal ist ein Glücksbringer, versprach sie sich selbst.